Am Montag hat in Wien, in Niederösterreich und auch dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und auch Jugendliche das neue Schuljahr mit einer sogenannten dreiwöchigen Sicherheitsphase begonnen. In dieser Zeit muss verpflichtend insgesamt dreimal pro Woche ein Covid-Test absolviert werden, mindestens einmal davon mit einem aussagekräftigen PCR-Test. In Wien und Niederösterreich gab es zum Auftakt fallweise Probleme. Laut der zuständigen Firma wurden 5% der Proben erst mit Verspätung ausgewertet. In der Wiener Bildungsdirektion bestätigte man auf APA-Anfrage die Probleme. Diese seien allerdings nur sehr vereinzelt aufgetreten und man sei optimistisch, dass sich das neue System einspielen werde. Es sei auch erwartbar gewesen, dass es beim Start fallweise bzw. zu dementsprechenden Pannen kommen könnte, nachdem es auch keine Pilotphase gegeben habe. Schüler, die nun nicht rechtzeitig das Ergebnis ihres PCR-Tests bekommen bzw. erhalten, können stattdessen einen Antigen-Test in der Schule durchführen. Die Standorte seien mit ausreichend Testkits ausgestattet, betonte man im Bildungsministerium gegenüber der APA. Boris Farnberger, Geschäftsführer der Covid-Fighters, hat am Mittwoch per Aussendung technische Anlaufschwierigkeiten bei den PCR-Schultestungen eingeräumt. Die Abholungen hätten bei insgesamt 95% der Schulen gut funktioniert, bei 5% habe es leider Probleme gegeben. Insgesamt hätten die PCR-Massentestungen jedoch die Feuertaufe bestanden. Er bedauere die verspätete Auswertung der Schultestungen, so Farnberger. Die PCR-Testergebnisse sollen im Laufe des heutigen Tages nachgeliefert werden. Für das im VAZ St. Pölten eingerichtete Großlabor seien neueste Geräte angekauft worden. Leider sei ein zentraler Computer bzw. Roboter ausgefallen. Da man Qualität vor Schnelligkeit stelle, müssen die Proben manuell pipettiert werden und da habe man viel Zeit verloren. Insgesamt funktioniere das Großlabor und auch das gesamte Testsystem gut, betonte Farnberger. Weiter Vorwürfe, dass dem nicht so sei, weise man scharf zurück. Man darf nicht vergessen, dass die Auswertung von mehr als insgesamt 100.000 PCR-Tests in hoher Qualität und in so kurzer Zeit eine neue Herausforderung ist, betonte Geschäftsführer der Covid-Fighters.